mein Name ist Alena. Ich begrüße dich ganz herzlich hier auf meinem Kanal und bei mir zu Hause, denn heute habe ich für euch die Sommerwohnungstour, also sprich unsere Wohnung, einmal ganz in Ruhe, ohne irgendwelches Geputze etc. abgefilmt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Video. Bevor wir jetzt auch gleich mit der Roomtour, sprich mit der Wohnungstour eigentlich anfangen, noch ein paar Eckdaten. Wir wohnen auf knapp 100 Quadratmetern im zweiten Stock eines Mietshauses. Wir hatten hier mal früher, also besser gesagt, es waren hier mal früher zwei Wohnungen, die dann beim Wohnzimmer verbunden wurden. Drum ist der Schnitt der Wohnung hier so, wie er ist. Das bedeutet, wir haben im Kinderzimmer zwei Türen drin. Das ist aber dem Umstand geschuldet, dass der Kleine in diesem Raum unbedingt sein Kinderzimmer haben wollte, der ja nun 4 ist. Unser Großer ist 18, macht mittlerweile in Bayern seine Lehre zum Bankkaufmann, wird dann auch schon dieses Jahr fertig. Ich bin 37, unser Kleinster ist 4, mein Mann ist 40. Und ja, ich würde sagen, ich nehme euch jetzt einfach mal mit durch unsere Wohnung. Ich hoffe, dir gefällt die Wohnungstour. Minimalismus ist für uns ein Thema. Minimalismus bedeutet für uns aber nicht, dass wir ja alles auf 100 Teile runter reduzieren. Das funktioniert bei einer 3- bis 4-köpfigen Familie nicht. 3- bis 4-köpfig deswegen. Der Kleine wohnt natürlich noch bei uns. Der Große kommt immer wieder mal zu Besuch und hat natürlich auch einige Dinge hier in unserer Wohnung. Das ist nun mal so. Und Minimalismus bedeutet für uns, dass wir alles wirklich so weit auf die Dinge runter reduzieren, die wir wirklich benutzen, die wir wirklich brauchen und natürlich auch die wir lieben. Das heißt, so eine Mischtechnik zwischen Marie Kondo, Fly Lady, Minimalismus etc. pp. Und ich hoffe jetzt auch wirklich, dass du ganz viel Spaß hast bei diesem Video. Alles in dieser Wohnung ist von IKEA, außer so ein paar andere Dinge. Und die Sachen findest du natürlich alle in der Videobeschreibung gleich im allerersten Link direkt verlinkt auf meiner Amazon-Seite. Das heißt, wenn du etwas suchst, was aus unserer Küche ist oder aber auch was wir im Bad haben, dann guck einfach direkt unten in den allerersten Link direkt mit rein. Denn da findest du dann wirklich auch noch Räumen aufgeteilt, wo wir was her haben. Ich jetzt aber wirklich los, bevor ich das Intro noch in die Länge ziehe. Wenn du bei uns reinkommst, ist das der Blick, den du direkt von der Haustür aus hast. Wir haben hier unser Bad, geradezu die Küche, dann auf den linken Räumen hinten das Wohnzimmer und dann noch das Büro. Wir haben Einbaustrahler in der Decke, die wir so gut wie nie anmachen, weil die extrem viel Strom verbrauchen. Sobald wir nach Hause kommen, haben wir hier unsere Schlüsselhaken, wo wir dann unsere Schlüssel aufhängen können. Das hat den Vorteil, dass sie immer einen festen Platz haben und wir nicht großartig suchen müssen. Wir haben auch im Flur die Dekoration recht klein gehalten. Es ist ein paar echte Pflanzen sind da, eine Kerze und ein Familienbild von uns Vieren. Und die Wand ist hier mit einem grauen Akzent abgesetzt. Da ich aber hier demnächst einmal durchstreichen möchte, wird dann die Ecke wahrscheinlich auch weiß. Wir haben volle Fliesen in unserem Flur. Darunter befindet sich die Fußbodenheizung und typisch Flur. Wir haben einen Spiegel, zwei Pflanzen, die im Schatten oder besser gesagt in dunkleren Räumen sehr gut zurechtkommen und dann auch die weißen Tuschränke von IKEA, auf die wir einfach locker und lose eine Echtholzplatte gelegt haben, damit sich das Ganze mit den Echtholztüren einfach zu einem harmonischeren Gesamtbild zusammenfügt. Und hier würde man jetzt auch gleich weitergehen in die Küche. Vorher möchte ich euch aber unser Bad zeigen. Wir haben auf diesem Badboden eigentlich blaue Fliesen, so wie auch der Fliesenrand in Blau zu sehen ist. Da das hier eine Mietwohnung ist, haben wir selbstklebende Vinylplanken genommen, die wir nicht zu 100% festgeklebt haben auf dem Boden. Drum steht das gelegentlich an manchen Ecken und auch an den Stoßkanten ab. Da wir aber bei einem Auszug irgendwann mal diese Vinylplanken wieder entfernen müssen, ist es nun mal so, dass wir sie nicht noch mit einem Extrakleber zusätzlich direkt draufkleben konnten. Hier in unserer Dusche haben wir auch ein kleines Regal mit Pumpspendern für Seife, also Duschgel, Shampoo und Spülung. Diese Pumpspender sind von IKEA, das Regal ist von Teddy. Ich habe euch aber eine Alternative natürlich im allerersten Link direkt in der Infobox verlinkt, damit ihr dann auch dort gucken könnt. Auch hier darf im Bad, was nach Norden liegt, also wir haben ein Nordbad,
Pflanzen dürfen nicht fehlen. Die kommen da interessanterweise sehr, sehr gut zurecht und eine ausführliche Pflanzentour folgt dann natürlich auch demnächst, damit wir dann auch in der Badewanne entspannt baden können und dann auch mal ein Getränk mitnehmen können oder ein gutes Buch, haben wir auch hier eine Echtholzplatte passend zugesägt, die uns dann als Badewannenabstellfläche einfach dienen kann. Damit die Feuerwehr uns nicht beim Duschen zuguckt, habe ich bei unserem Fenster halb hoch einen Sichtschutz angeklebt, den man auch wieder entfernen kann. Dann hat man natürlich, wie auch jeder andere Mensch im Bad, noch Toilettenpapier und eine Toilette selbstverständlich auch. Die Pflanzen, die hier stehen, sind auch alles echte Pflanzen. Die drei kleinen Töpfe sind von IKEA, die ihr hier sehen könnt. Die Pflanzen da drin auch, die habe ich nur umgetopft in Ceramis. Weiter haben wir in unserem Bad unseren Badspiegel, der innen drin einfach auch Stauraum bietet. Dazu gibt es ja auch schon einige Videos und dann bei unserem Waschbecken direkt eigentlich nur den Seifenspender und die Handnagelbürste. Und unser Unterbauschrank sind zwei Kallax-Regale, die wir mit zwei Brettern einfach verbunden haben, dass das Ganze ja optimal in unser Bad passt, denn das war eigentlich eine Notlösung, die wir aber mittlerweile eigentlich echt sehr schön finden. Und natürlich hat auch der Kleine hier seinen Tritthocker, damit er einfach auch ans Waschbecken kommt und sich dann auch am Abend die Zähne putzen kann. Hinter der Badtür haben wir unseren Trockner auf der Waschmaschine stehen. Nebendran habe ich dann direkt so ein Ausziehregal, also ein Nischenregal. Das habe ich selbst gebaut. Da fragen unglaublich viele danach. Es gibt, wenn ihr auf Amazon oder so zum Beispiel Nischenregale eingibt, könnt ihr welche kaufen. Oder aber ihr gebt einfach DIY Nischenregal ein, dann findet ihr auch unter Google ganz, ganz viele Bauanleitungen. Und den Pflanzen hier geht es auch wirklich sehr, sehr prächtig. Hinter der Tür haben wir dann unsere Haken, wo wir dann unsere Duschtücher aufhängen können, damit sie trocknen können. Und selbstverständlich darf auch der Putzplan für das Badezimmer nicht fehlen, denn ihr wisst, ich liebe Putzen. In unserer Küche haben wir bewusst auf Hängeschränke verzichtet. Ich habe dort ein offenes Regal angebracht. Wer das letzte Room Makeover von der Küche gesehen hat, der weiß, was das für eine lustige Angelegenheit war. Aber ich mag es wirklich sehr. Ja, und ist auch tatsächlich alles, was wir an Geschirr besitzen. Es sind 6 tiefe Teller, 6 hohe Teller, 8 Gläser und dann natürlich auch noch ein paar Tassen. Mehr haben wir tatsächlich nicht und es funktioniert auch mit Besuch. Wirklich einwandfrei, ohne große Probleme. Unsere Küche liegt auch nach Norden raus und hier haben wir eine Bilderleiste von IKEA an der Wand angebracht, direkt über unserem Esstisch, der eine alte Tür war aus dieser Wohnung, die wir passend zuschneiden dürften und dann eine Plexiglasplatte einfach nur oben drauf gelegt haben, damit wir auch dort dran essen können. In oder unter der Plexiglasplatte haben wir Familienfotos und ich tausche die immer wieder mal aus, denn es ist einfach schön. Ja, ich mag das einfach sehr und ich glaube, so einen Küchentisch haben die wenigsten und das mag ich wirklich sehr. Wir haben in der Küche, wie auch in dem Rest der Wohnung, bewusst auf Gardinen verzichtet. Wir haben diese Faltrollos, die sind auch von IKEA, genauso wie unsere Küche. Unsere Küche ist die Methode-Küche mit den Hagebeef-Runden. Und auch am Nordfensterbrett dürften natürlich Pflanzen nicht fehlen. Und ich habe in Küche, Büro und Wohnzimmer Diffuser stehen, aktuell mit 3 Tropfen Jasminöl drin. Ich liebe den Duft gerade von Jasmin, das ist auch nochmal so ein kleiner frischer Kick. Hier seht ihr unser Geschirr, das ist tatsächlich alles im Geschirrspüler, befindet sich überhaupt gar nichts mehr. Und wir haben auch hier neben unserem Sodastream haben wir Bananen stehen auf dem Küchentisch. Habt ihr ja gesehen, stehen Zitronen und Äpfel. Unsere Spüle ist auch von IKEA, genauso wie der Wasserhahn. Der Durchschlag, wo ich meinen Lappen drüber hänge, der ist von TK Maxx und ist schon ein paar Jahre alt. Wir haben ein Induktionskochfeld und ja, was soll ich noch groß sagen? Selbst die Dunstabzugshaube ist natürlich auch verlinkt, falls sich jemand dafür interessiert. Die großen schwarzen Bilder verdecken interessante Löcher, die es in dieser Wohnung nun mal gibt, die nicht aufhaltbar waren und die wir irgendwie auch verdecken mussten, denn die waren schon immer hier und ja, sind interessant. Das hat aber, also das muss so sein, sagt die Vermieterin und darum haben wir sie einfach mit Bildern kaschiert. Hinter der Küchentür haben wir unsere kleine Kaffeebar.
Hier machen wir uns jeden Morgen unseren Kaffee. Links könnt ihr natürlich alle meine Kochbücher sehen. Und damit das so ein einheitliches Bild ergibt, habe ich sie einfach mit Packpapier bezogen, also mit ganz normalem braunem Papier, ein bisschen Weiß noch mit drauf. Und ja, das finde ich, bringt so ein bisschen Küchenflair, aber auch wieder Ruhe und Entspannung in unsere Küche. Und ich mag das wirklich sehr. Unsere Kaffeemaschine ist mein bester Freund in dieser Wohnung, ich gestehe. Wir haben auch natürlich hier ein paar Pflanzen. Aktuell haben wir ein kleines Trauermückenproblem. Ich weiß nicht, wo die dämlichen Viecher herkommen. Die habe ich mir eingeschleppt mit einer bestellten Pflanze und bin gerade mit Nematoden und Gelbkarten dran, diese zu bekämpfen. Dazu gibt es aber dann noch mehr in der Pflanzentour. Und ich liebe unsere Küche, denn sie ist das Herzstück unserer Wohnung und ich liebe es hier einfach zu kochen. Direkt nebendran auf der Südseite befindet sich unser Büro. Das Büro ist so mein persönlicher Mini-Dschungel, gleichzeitig mit unserem normalen, also unserem privaten Papierkram, mit unserem ganzen oder mit meinem YouTube-Kanal hat das hier eine Menge zu tun, wie ihr anhand meiner Pinnwand sehen könnt. Und dann natürlich auch noch viele, viele Dinge einfach von unserem Verein, den ich ehrenamtlich als erste Vorsitzende führe. Und mir waren aber hier Pflanzen sehr wichtig, da ich hier wirklich nach meinem 35-Stunden-Job die Woche die meiste Zeit verbringe. Da brauchte ich einfach Grün, denn das gibt mir Frieden und Harmonie und Natur. Und ich liebe das einfach sehr. Der Pflanzenständer hier, wo die Aralie drin steht, also die linke Pflanze, ist ein DIY. Hier sehen wir den Vereinscomputer, meinen Computer darunter und unseren großen Bildschirm, denn ich, ne, werd auch nicht jünger. An meiner Pinnwand hängt natürlich ein Jahreskalender, wann der Kindergarten zu hat, diverse Videoideen für YouTube und noch so ein paar andere Sachen, To-Do-Listen. Und das Grün, auch diese Marmorierung von diesen variegierten Pflanzen, ich mag es einfach sehr. Die Uhr da oben, das ist lustig, die habe ich auf dem Flohmarkt gefunden, denn exakt mit derselben Uhr, die war mal kackbraun, bin ich groß geworden. Meine Mutter hat exakt die gleiche und die hat sie damals auch weiß gestrichen, und als ich die Uhr dann exakt so gesehen habe, dachte ich mir, wunderbar, die nehme ich mit und lackiere ich mir auch weiß. Auf der gegenüberliegenden Seite im Büro habe ich dann meine kleine Pflanzenwand. In dem weißen Schrank befindet sich, ja, Schminke. Ich weiß nicht, wie ich es anders formulieren soll. Das Ding ist voll mit Schminke. Ich bin ja so jeder Mensch braucht ein Hobby. Bei mir ist es Schminke. Und dieser Schrank war auch mal wirklich kackbraun. Den habe ich dann auch mal im Anschluss weiß lackiert. Hier seht ihr einige Pflanzen, die ich im Blähton stehen habe. Manchen gefällt es sehr gut, manchen gefällt es halt weniger, aber so ist es. Und die Besonderheit in unserem Büro ist auch noch, dass mein Mann hier seine Fahrräder hat. Wir unsere Sportgeräte hier einfach auch drin haben. Ich meine Yogamatte auch hier habe, denn wir machen tatsächlich dreimal die Woche Sport. Und dadurch, dass wir uns dieses große Gerät, oder besser gesagt, mein Mann hat sich das angeschafft, diesen riesengroßen Fitness-Tower haben, können wir jederzeit hier zu Hause Sport machen, müssen nicht ins Fitnessstudio, sparen uns effektiv Geld und können immer dann trainieren, wenn wir Zeit und Luft haben. Hier seht ihr natürlich auch auf dem Schreibtisch meinen Diffuser, und auch hier ist Jasmin drin, also Jasmin-Duftöl. Und hier habt ihr ja aus der Ordnungsserie Wohin mit der Post und Postorganisation meine Postsortierstation, könnt ihr hier genau sehen. Ja, was gibt's noch in meinem Büro zu sehen? Pflanzen, Taschentücher, ganz wichtig, denn ich habe permanent, läuft mir die Nase. Dann ein Drucker und verschiedene Papiere, die ich einfach benötige für den Verein. Und ja, so sieht unser Büro aus. Dann gehen wir auch gleich ins Wohnzimmer, und ich drehe hier mit realen Lichtbedingungen. Also ich versuche es noch am Computer so gut wie möglich so nachzubearbeiten, dass ihr auch alles genau sehen könnt. Ich weiß, manche Sequenzen sind einfach sehr hell. Wenn ich die jetzt aber runternehmen würde von der Helligkeit am Computer, dann matscht das alles zusammen und das ist ja nicht so schön. Selbst die Tapete aus unserem Wohnzimmer findet ihr natürlich auch.
auf der Amazon-Seite verlinkt. Anstatt dem Besta-Regal von IKEA uns zuzutun, haben wir auch hier wieder die Method-Küchenschränke mit den Hegewy-Fronten genommen. Die sehen exakt genauso aus wie die Besta-Serie von IKEA, ist aber um einen Bruchteil, um einen bemerkenswerten Bruchteil günstiger als Besta, wenn ihr gerade Küchenschränke nehmt. Diese haben wir auch direkt an der Wand montiert und natürlich dürfen hier auch die Pflanzen nicht fehlen. Das ist mein Hobby zu meiner Schminke. Und natürlich auch das Surround-System, was so ein richtiger Mann halt einfach so braucht. Ne? Das ist zwar kaum an, aber er hat es gebraucht und das ist halt so. Das ist unser einzigster funktionierender Fernseher. Wir haben zwar noch einen im Schlafzimmer, der ist allerdings kaputt. Und bis man sich dann mal darum kümmert, ob der jetzt runter, also entsorgt werden muss oder ob wir uns da nochmal einen holen, das dauert eben seine Zeit. Hier könnt ihr nochmal unsere Küchenschränke sehen, die wir hier hingehängt haben. Die haben die Maße 60x60 und sehen exakt genauso aus wie Besta. Auch hier haben wir oben drauf wieder eine Echtholzplatte gelegt. Auch mit einer Wandhalterungsfunktion. Ich möchte euch natürlich nicht vorenthalten, wie auch so ein paar unserer Schränke einfach organisiert sind. Viele von euch kennen das ja, aber für einige ist das eben noch ganz, ganz neu, denn ihr seid erst ganz frisch bei mir auf dem Kanal. Und an dieser Stelle ein ganz herzliches Willkommen. Ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Und wenn du Fragen hast, immer ab damit in die Kommentare. Ich versuche sie wirklich so schnell wie möglich einfach auch zu beantworten. Wir haben auch in den Kisten natürlich gut durchorganisiert und behalten auch immer nur das, was wir auch tatsächlich brauchen. Ich miste nach wie vor regelmäßig aus und natürlich dürfen hier auch Pflanzen einfach nicht fehlen. Gegenüber von unserem Sofa, da werden wir irgendwann, wenn die weiße Kiste dann weg ist, uns einen künstlichen Kamin hinmachen. Das hat aber alles noch Zeit, denn aktuell ist in der weißen Kiste der Holzzug von unserem Kleinsten drin. Und ja, er hat viel vom Holzzug, denn die Kiste ist rappellvoll. Und direkt daneben haben wir auch eine Glasvitrine, die ebenfalls von IKEA ist. Die Seegraskörbe mit den Autos von unserem Kleinsten darunter, die sind allerdings von Teddy. Die haben mehrere Maße und mehrere Ausführungen und sind sehr günstig. In der Glasvitrine haben wir auch wieder echte Pflanzen und unsere sämtlichen Bücher. Bedeutet, mehr Bücher haben wir nicht. Und noch einen kleinen Flohmarktfund auf dem ersten Regal ganz rechts. Nach diesen Bildern fragt ihr unglaublich oft, die über der Glasvitrine hängen. Wir haben auch hier Bilderrahmen von IKEA. Diese Bilder hat mein Mann gemacht. Er hat sie dann auch bearbeitet und dann auch online ausdrucken lassen. Und das sind wir, also unsere Familie. Und natürlich habe ich auch das Ganze hier wieder ein bisschen mit, oder ein bisschen ist gut. Ich habe es dann noch mit Pflanzen ergänzt. Wir hatten hier vorher noch einen Stuhl, einen Sessel. Den habe ich jetzt erstmal ins Schlafzimmer gebracht, denn ich wollte es luftiger gestalten. Unser Sofa ist nicht von IKEA, unser Sofa ist von Biliani und auch dieses Sofa ist natürlich verlinkt. Wir haben auch hier im Wohnzimmer auf Gardinen verzichtet und haben nur die Faltrollos genommen und auf dem ganz normalen Wohnzimmertisch von IKEA aus der Witzjö-Reihe haben wir einfach auch ein Echtholzbrett passend zusägen lassen. Dieses Mal im Baumarkt, das bei der Badewanne haben wir selber gemacht. Und haben es dazwischen geschoben, damit es noch mal mehr Sicherheit bietet. Gerade mit einem Kleinkind war uns das einfach sehr wichtig. Auf unserem Wohnzimmertisch ist auch nur sehr wenig Deko und darunter ist einfach noch mal eine Seegraskiste mit Taschentüchern. Denn mit einem kleinen Kind, ihr wisst es mit Sicherheit, kann man nie genug Taschentücher haben. Über unserem Sofa haben wir eine Bildergalerie. Die Bilder haben wir selber ausgedruckt aus unserem Drucker. Und ich mag die, dass sie schwarz-weiß sind, denn so fügen sie sich in unser, oder besser gesagt in Graustufen sind, so fügen sie sich besser in unser Farbschema ein. Bringen optisch zwar ein bisschen, ja, einen optischen Hingucker in unser Wohnzimmer, aber auch gleichzeitig durch die gedeckten Farben einfach viel Ruhe. Unser Fiddly Leaf Fig macht sich auch sehr, sehr gut. Ich habe den oben einfach mal abgeschnitten und siehe da, der fängt jetzt an, wirklich wachstumstechnisch durchzudrehen und da freue ich mich total drüber. Also der schießt jetzt nur so mit den neuen Blättern und natürlich möchte ich euch auch die Bildergalerie nicht vorenthalten, damit ihr einfach sehen könnt, diese Bilder habe ich alle gemacht, bis auf das Familienbild in der Mitte. Das hat mein Mann mit Selbstauslöser gemacht, aber alle anderen Bilder habe ich gemacht von unseren Kindern.
Der Blaufahn hängt dann direkt über unserer anderen Bildergalerie und das ist eigentlich auch schon alles, was wir im Wohnzimmer haben. Also sehr funktional und sehr praktisch eingerichtet, wie ich finde. Das Kinderzimmer. Die Farbgestaltung im Kinderzimmer hat sich Liam ausgesucht, also unser Vierjähriger. Er wollte ein Raketen-Astronautenzimmer haben und hat sich bei den Farben selbst entschieden. Wir haben hier die ganzen Malmschränke von IKEA genommen mit Bilderleisten, die wir noch übrig hatten. Auch die Bilderrahmen sind auch wieder von IKEA. Und dort habe ich mir einfach im Internet Bilder ausgesucht, habe die dann auf unserem anderen Drucker farbig ausgedruckt und in die Bilderrahmen eingefügt. Der Schreibtisch ist eine Eigenkreation mit einem Nachttisch und auch hier wieder mit einer Echtholzplatte, damit sich das Ganze eben zusammenfügt und ein durchgängiges Farbmuster einfach in der Wohnung ja, entsteht. Die Bücherkiste auf der linken Seite, die ihr hier sehen könnt, die hat schon unser Großer gehabt, als er klein war, also unser 18-Jähriger. Die habe ich jetzt beim letzten großen Umlackieren hier in der Wohnung gleich mit weiß lackiert. Aber die blauen Räder sind noch original und sogar der Dreck da dran ist wahrscheinlich auch schon 18 Jahre alt. Nein, natürlich nicht. Aber so ist es eben, wenn der Kleine die Bücherkiste von A nach B schiebt. Die Fototapete habe ich euch auch in der Infobox verlinkt. Wir haben dann dort noch kleine Leuchtsterne in Blau draufgeklebt, die dann jeden Abend einfach auch leuchten. Und die Tagesdecke auf dem Bett. Die habe ich selber genäht aus Stoffresten, die ich noch da hatte. Und natürlich hat unser Kleinster auch einen Teppich. Und ja, damit er hier auch einfach mit seinen Autos spielen kann. Die Gardinen, die ihr sehen könnt, sind auch selbst genäht von mir. Die hat er sich auch so gewünscht. Und ich habe einfach auch beim Kinderzimmer darauf geachtet, dass er ganz viel mitbestimmen darf. Denn das ist ja jetzt nicht der Raum, wo ich die meiste Zeit drin verbringe, sondern wo sich ja ein Vierjähriger einfach wohlfühlen soll. Natürlich haben wir hinter der Tür dann sein Aquarium und die für ihn allerwichtigsten Spielzeuge direkt oben auf den Malmkommoden direkt drauf, die wir auch mit einer Echtholzplatte verbunden haben. Und wie soll es bei einem Vierjährigen nun mal sein? Parkgarage, Bagger, Autos, Waschanlage, so ist es eben. In den ersten zwei Schubladen hat unser Kleinster, beziehungsweise in der ersten Kommode hat unser Kleinster seine Kleidung. Er weiß ganz genau, wo was liegt. Ums Einräumen und Organisieren kümmere selbstverständlich ich mich. Gegenüber von der Bücherkiste hat er auch noch einen kleinen, ja, Kuschelbereich, wo er sich dann auch mal hinsetzen und spielen und ausruhen kann. Da ist er aber allerdings sehr selten. Wenn wir durch das Kinderzimmer durchgehen, seht ihr mein noch kleineres Sorgenkind, unser Schlafzimmer. Es ist noch nicht perfekt, denn das Room Makeover, ne, es dauert noch ein bisschen. Unser Schlafzimmer liegt auch nach Norden raus, das Kinderzimmer und das Wohnzimmer also nach Süden. Das bedeutet, ich habe hier auch nur ein ganz normales Rollo genommen von IKEA. Unser Bett ist auch von IKEA, also die weiße Kommode, also die weiße Sitzbank, die ist nicht von IKEA, aber wirklich alles in diesem Raum ist zu 99% von IKEA. Die Kissenhüllen, die ihr hier sehen könnt, sind von H&M Home. Und ja, das ist eben noch einfach nicht fertig. Im Moment ist es jetzt eben so, wie es ist. Der Sessel, der jetzt gerade hier neben dem Bett steht, der soll da natürlich auch nicht bleiben. Ich denke mal, ich werde den noch mitnehmen in unsere Gartenlaube, denn ich habe ja hier schon einen neuen Nachttisch besorgt. Der Spiegel ist von auch IKEA, den habe ich allerdings secondhand gekauft. Und hier auf der Kleiderstange seht ihr schon mal das Hochzeitsoutfit für den Kleinsten und mein Brautkleid. Denn einige von euch wissen ja, dass mein Mann und ich am 31.07. diesen Jahres heiraten. Links daneben steht unsere Spendenkiste. Also hier landet alles drin, was wir nicht mehr benutzen, was ich dann zum Spenden bringen möchte. Und sonst ist da auch nicht viel. Wie gesagt, mein Brautkleid und schon mal das Outfit vom Kleinsten für die Hochzeit. Natürlich ist die Hose unter dem Hemd.
Gegenüber von der Kleiderstange haben wir unser offenes Kleiderschranksystem. Ich liebe das, weil ich durch das offene System festgestellt habe, ich weiß, was ich im Kleiderschrank habe. Ich kann größere Nutzen aus meinen Klamotten ziehen, weil ich sie einfach sehe. Ich vermeide Fehlkäufe, ich vermeide Spontankäufe, weil ich einfach weiß, was ich habe. Jeder von uns hat darunter dann auch direkt seine Kommode mit Unterwäsche, T-Shirts, Pullovern und Jeans. Und das sind dann auch meine ganzen Blazer und Lederjacken und anderen Jacken, die ich einfach so habe. Und ich liebe unsere Wohnung wirklich so, wie sie ist, aber das Schlafzimmer ist einfach noch eine kleine Baustelle, weil ich mich da noch nicht komplett sicher fühle, wie ich den Raum eigentlich noch optimieren und auch gestalten möchte, aber auch gleichzeitig minimalistisch halten will. Jetzt sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, dir gefällt unsere Wohnung genauso gut wie mir. Wenn du noch einen Tipp oder eine Idee hast, wo du sagst, oh, liebe Alena, das wäre auch noch richtig toll bei euch in der Wohnung, oder aber überleg mal, ob du auf dieses oder jenes vielleicht noch verzichten kannst, dann wäre ich dir natürlich sehr, sehr dankbar für einen Tipp und einen Kommentar in der Kommentarfunktion. Dann einfach bis zum nächsten Video. Ich freue mich bis dahin. Tschüss, deine Alena.